Ja, ich glaube, wir haben einfach in jedem Belang, in allen Belangen besser gespielt als die Kubaner. Wir haben besser angenommen und auf jeden Fall dadurch halt einfach einfaches Spiel gehabt. Wenn du halt aus einfachen Bällen spielst, hast du auf jeden Fall höhere Chance, dass du halt die Bälle Punkte machst. Und wie gesagt, wir haben Blockabwehr gut gespielt und ich glaube, wir waren fast in allen Belangen einfach besser. Wir haben eine super Leistung gemacht und gebracht heute auf dem Feld gegen Kuba. Genau das, was wir taktisch besprochen haben und intern, was wir ändern sollten. Diese Kleinigkeiten, was eventuell gegen Brasilien schiefgegangen ist. Und ich glaube, das haben wir heute gut verwirklicht. Ich muss ehrlich sagen, war ein ganz, ganz wichtiges Spiel heute. Wir sind nicht gut angefangen gegen Brasilien, eine erwartete Niederlage, aber das Gefühl war nicht gut. Und dann muss man wieder aufbauen und du weißt nicht, wenn man nach unten geht, wie weit man nach unten geht. Und darum bin ich sehr froh über unseren ersten Satz, der hat gleich gezeigt, von wir sind doch noch okay auf die WM. Wir sind nicht so schlecht, als wir manchmal gefürchtet haben in den letzten zwei Tagen. Das war okay. Heißt nicht, dass wir hier, ist noch ganz lange im Weg, aber es fühlt gut, einen ersten Schritt zu machen. Oh, es war fantastisch, also was die Fans auch für eine Stimmung da gemacht haben. Natürlich kommt dann bei mir noch ein bisschen mehr und möchte auch mehr dann die Fans zeigen. Und einfach die Mannschaft hat auch mich gepusht und ich habe heute enormen Spaß gehabt. Ich glaube, es war wichtig heute, dass wir gewinnen, dass wir ein gutes Spiel machen. Und ich glaube, die Erleichterung ist größer, dass wir gut gespielt haben, anstatt dass wir gewonnen haben. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass wir heute gewinnen. Ich wollte bloß halt ein gutes Spiel machen und ich glaube, das war mir auf jeden Fall geschafft heute. Ach, ich würde jetzt das auch nicht überbewerten. Also was wir für uns raus oder mitnehmen müssen, ist, dass wenn wir uns an den Spielplan, an unsere Taktik halten, dass wir dann sehr gut Volleyball spielen können.